So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Namen dabei. Servus schon wieder. Und wir gucken uns heute an Show and Tell gegen Ninjas. Interessantes Matchup, aber eigentlich sehr, sehr, sehr favored für Ninjas, oder? Boah, ja, wenn du aggressiv genug bist, auf jeden Fall. Du hast halt eine Menge Counter, du hast ein paar Zuhauer, du hast Counter, du hast Counter, du hast Kator, du hast Discard. Du hast Removal, der den Gegner nicht juckt. Ja, das ist true. Das ist true. Auf der anderen Seite, Show and Tell. Ein Pringles Deck. Ja, das ist ein Pringles Deck. Muss jetzt sagen, der Spieler weiß normalerweise, wie man Show and Tell spielt. Ja. Hat er bewiesen. Der Show and Tell Spieler weiß auch, wie man Show and Tell spielt, hat er auch bewiesen. Ja. Dementsprechend bin ich da mal gespannt. Ich mag die Basics einfach fürs Ninja Deck, einfach die alten Kamigawa-Länder rausgesucht. Ja. Das ist schon nice. Stylisch. Hier eine Ninja-Liste ohne Fairies. Kein Fairy-Ninja, ja. Also Days drin. Vermutlich. Aber ich habe gerade Back to Basics. Nee, ich wollte gerade sagen, Back to Basics Mainboard. Insel Ponda. Boah, Alter, ich werde blöd. Ja, bei den selbst in Siemens Spirit Guide in Foil. Ja, die Omniscient sind leider noch nicht in Ägyptisch. Oh Gott, jo, die gibt's ja auch in Ägyptisch. Yes. Dementsprechend. Oh, leck mich am Sack. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall eine Yuriko, das ist nicht schlecht. Man kann jetzt Insel Yuriko machen. Ja, das klingt echt gut. Dann kannst du schon mal so ein oder zwei oder drei hauen oder für eine Menge mehr. Ja, das knallt dann halt. Je nachdem auch mal ziemlich gut oder halt mal nicht. Ja. Cool wäre es halt, wenn man jetzt einen Top da gezogen hätte, man direkt nachlegen kann, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Bildverein. Ja, da ist kein Block. Dann hit ein. Geht auf 19. Ach, das ist eine S-Ball-Liste. Wow. Dann geht der auf 18. Auf 18, genau. Da hat er vergessen, seinen Würfel zu drehen. Ja, also beide schreiben. Aus irgendeinem Grund schreiben beide. So, das ist Preordain. Oh. Spirit Guide Show and Tell. Ist halt die Frage, was die Hand sagt, ne? Ich glaube, ich habe Fetti gesehen, aber ich weiß nicht, ob nur Show and Tell Fetti halt reicht. Das ist ein Sneak Attack. Ah, das wäre wiederum ziemlich nice. Ja, du hast den Affen noch auf der Hand, dann kannst du Sneak Attack direkt schießen. Sieht man das Show and Tell. Ja, und der Affe wird drunter gelegt. Das ist okay. Schkulding-Tarn und Go. Da sind noch nicht die neuen Grizzlebrände drin aus dem Sigillaire, die mittlerweile da drin sind. Ach ja, der ist ja auch jetzt mittlerweile. Im Lily Sigillaire, genau. Ja, Ninjas erstmal hauen, dann bauen. Brainstorm? Ja, Target wieder Damage. 17. Yes, müssen wir mal mitzählen. Ich werde es wahrscheinlich nicht reinschneiden. Und Christoph und Steffen das nächste Mal hauen. Ja. Auf den Trigger wahrscheinlich erstmal Brainstorm. Ja, hoffentlich auf den Trigger. Es wurde auch bisher noch keine Karte revealed, dementsprechend. Boah, ist das aber schon ein bisschen aggressiv ist es ja schon. Trigger. Force Budge. 5 plus 3 sind wir bei, ja. Alter, hat er mitbekommen. Aha, hat er mitbekommen, 12. So, ja, dann neue haben wir Ninja. Dann hat man nächste Runde 2 Trigger zum... Ja, man hat auf jeden Fall auch noch einen Force auf der Hand. Und man hat kein Land. Ja, das ist eher das Problem. Man hat Show and Tell hier mit Show and Tell und Sneak Attack auf der Hand. Ja, es ist die Frage, hat der Show and Tell plus Counter Backup? Solides Counter-Backup. Ja, es muss solide sein. Ninjas hat aktuell nur eins der beiden Forces aktiviert. Ja. Ja, und durch die Bell voll. Die auf der Hand ist. Ah, das ist noch ein Bond, da sind beide Forces aktiviert. Das sieht man dann sogar. Und ja. Swords, also so schlecht sieht es auch gar nicht aus. Nee. Obendrauf lag neben dem Force, was jetzt gerade revealed wurde, noch, ich glaube, das. What? Oh, der hat nur die Sneak Attack. Sneak Attack wird geforcefilled. Oder das ist einfach der Testspell. Man kann ihn auch einfach als Testspell nehmen. Ja, dann behältst du als Ninja-Spieler das Ponder und stackst die Yuriko vernünftig. Ja.
Und dann spielst du jetzt das Ponder und knallst ihm hoffentlich irgendwas Fettes in die Rippen. Ja, das stimmt. Da sind Brainstorm, Brainstorm, Ponder. Cool. Das ist nichts Dickes. Einmal Shuffle, bitte. Das würde ich auch shufflen. Es sind coole Karten, aber sie machen halt genau gar nichts. Nee, vor allen Dingen diese Runde mache ich gar nichts. Ja, das ist ein Shuffle. Das ist genau. Safe ein Shuffle. Das wären halt auch nur 2, 3, 4 Schaden. Du kannst ihn umbumsen. Ja, mit 2 Forsophile oben auf dem Deck. Ich weiß ja nicht, was der noch so drin hat. Ich glaube, es ist noch Umbußen drin. Im wahrsten Sinne des Wortes Umbußen. Ach, stimmt, ja, die waren ja deutsch. Wobei, ich glaube, hier mit dem Weiß sind da halt wesentlich mehr Ein-Mana-Spells drin. Ja, du hast noch die Swords und die. Das ist auf jeden Fall ein Dreier. Das ist ein Dreier, das tut schon mal weh. Das sind schon mal 5. Uff! 1. Hat der da miscounted? Nee. 5. Der war auf 11. Der Murderous Cut kostet 6. 5. Murderous Cut kostet 5. Brazen 3 plus 2 Hits sind insgesamt 10 Damage von 11 auf 1. Ja, Brainstorm kann haben. Ja, das Einzige, was jetzt noch helfen kann, ist ein Emmy, der connected. Da ist ein Konzil. Da ist ein Konzil, ja. Aber habt ihr noch mal schönes Intuition in Foil, die Chachi-Ball-Fische-Knallt. Wow. Ist mal schön aufs Board gelegt. Ja. Ansonsten, Ninjas hat hier auf jeden Fall Fatal Push sie raus können, die Swords können raus, die Endings können meiner Meinung nach raus. Die machen halt genau gar nichts in dem Matchup. Nee, du kannst die Dings, du kriegst nichts weg, außer Petals. Ja, cool. Du kannst theoretisch einen Murderous Cut drin lassen, einfach nur auch für den Damage und für den Grizzle Daddy loszuwerden. Du kannst eine Menge Sideboarden, je nachdem wie Sideboard aussieht. Ja. Du kannst keinen Containment Priest nehmen. Nö, das geht ja auch schlecht. Aber du kannst zum Beispiel den schwarzen Force spielen. Oh ja. Oder Karakas haben wir gesehen, ist auch ganz nice. Mhm. Shaunted auf der anderen Seite kann auf jeden Fall 3 Schaden an allen Kreaturen. Ja. Haben die hin und wieder beim Sideboard, können sie benutzen. Gerade weil das hier so eine Art Snickshot ist. Das ist ja kein Omnitell, was halt versucht, Shaunted Omniscience zu machen, sondern es ist 4 Sneak Attack, 4 Shaunted. Da ist eine Volcanic und nichts. Also ist ein Patch auf Volcanic nichts. Ja, das ist gruselig. Wait. Hat man Angst vor Steufel? Maybe. Das wäre aber schwer ungewöhnlich. Ja, er hat Weiß gesehen. Auch das ist sehr ungewöhnlich. Aspen Ninjas ist nicht das häufigste vertretene Deck. Ja, da ist... Eher das Gegenteil. Das ist ziemlich selten. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier jetzt passiert. Ja, es ist halt Fetch auf Uzi. Untergrundsee. Untergrundsee oder unterirdischer See? Ja, ich glaube, es ist unterirdischer See. Ich möchte aber Untergrundsee sagen. Tap. Ponder, Brainstorm. Oh, Changeling. Oh, mehr Dudes. Da ist noch ein Top, da den hätte man auch spielen können von der Hand. War das noch ein Top da? Das sah aus wie ein Top da. Bin mir ziemlich sicher, dass. Oder man brainstormt gerade auf den Changeling. Maybe. Weil den Dazen wäre okay. Oder ist das noch ein Top da? Was ist nee, er hat auch, glaube ich, die alten 9 Top da. Ich weiß es nicht. Der Outboarder ist auch nicht top, das soll das dann sein. Ja. Der Retrofitter? Das kann sein. Das kann wirklich sein. New Border Artifact. Nein, da wird gedazed. Lol, da wird echt gedazed. Krass. Und dann könnte es tatsächlich noch ein Ornithop das sein. Ja. Oder? Show me your moves. Ne, hat Go gesagt. Ja. Preordian? Boah, Alter, ey, das ist auch straight outer. Ich habe ihm schon gesagt, ich respektiere das erst, wenn die Duels einen schwarzen Rand haben. Hat einen One-Lander gehalten? Anscheinend. Wow. Auf jeden Fall habe ich noch einen Daze gesehen, ich habe noch einen Ding gesehen. Nee, hat man nicht, man hat gedazed. Stimmt. Dementsprechend kann da noch mehr kommen. Brainy die Storme vor dem Fetchland, das bedeutet, man will den Schwarz-Splasher. Ach, das ist ein Force of Despair. Oh, okay, das ist diese komische Artwork, was ich nicht erkenne.
Das ist natürlich lecker. Ja, das ist eine gute Karte gegen Shaunte. Wirklich eine gute Karte gegen Shaunte. Da sagt man Go. Wahrscheinlich, wenn man die drauf behalten will. Ja, das ist jetzt das Problem. Ninja macht wenig, Shaunte kriegt Zeit. Ja, das ist immer gefährlich. Sorgt meistens dafür, dass Shaunte irgendwas machen kann. Ja, außer unser Christoph zieht wieder mal nur Länder oder keine Länder. Hier wird einfach grandios gesucht. Ich finde halt, eine Hand mit Brainstorm Ponder und so weiter ist halt schon ganz cool mit dem Loot. Aber du willst ja eigentlich ein Loot plus irgendwas haben. Du willst ja A plus B Synergy ja. haben in Ninja. Du willst nicht nur A und nicht nur B, sondern du willst A plus B Synergies haben. Ja. Und, hat auf jeden Fall eine Yuriko auf der Hand. Ja, das wird jetzt natürlich dann interessanter, aber... Oh. Fetchland, sehr gut. Da kann man jetzt... Nichts mehr. Nö, Go. Da wird auch ein Go gesagt. Das da soll das. War das ein Blasmoon? Nee, das ist ein Mountain. Ah, okay. Sieht das zu ähnlich aus. Ja, jetzt wäre halt zum Beispiel, wenn Fairy Ninjas wäre, könnte man halt in der End of Turn ein Fairy reinflächen oder. Ja, und dann zuhauen und so weiter. Deswegen, ich mag die Fairy-Version auch ziemlich. Die Esper-Version hat auch schöne Aspekte, hat ein paar richtig schöne Moves mit drin. Ach, bessere Removal. Ja, richtig guten Removal. Plus, man kann halt auch so was Teferi spielen. Ja. Was einfach cool ist. Grundsätzlich muss ich aber sagen, finde ich die UB Fairy Ninja Liste persönlich am schönsten. Aber gerade bei sowas ist es Geschmackssache. Da ist sogar eine Fairy. What the hell? Yes. Ja, einfach krass. Go sagen, ne? Das heißt, das ist eine Esper Fairy Ninja Liste. Wow. Hult Yuriko Hardcast? Warum? Ich. Keine Ahnung. Go sagen. End of Turn Fairy. Ja, sehe ich eigentlich. Chaka, chaka. Ja, oder halt, wenn er genau spielt. Ja, ein One-Drop. Genau, weil gerade gegen Shaunte kann ein Brainstorm oder ein Ponder zu countern oder richtig spicy sein. Das ist. Okay, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, okay, man hat einen Force of. Man hat zwei Force? Zwei Force of Despair, ein Force of Will und eine Fairy. Da hätte ich wahrscheinlich die Fairy versucht, irgendwie zu benutzen. Ja. Jetzt kurz sieht so aus, als würde da eine Sneak Attack kommen. Mehr Duels. Braucht das Land. Ich meine, so viele sind ja nicht mehr drin im Deck. Hauptsache das ganze Deck ausgefoilt, aber keine Blackboarder Duels haben. Yes, ne? yes. Immer diese Budget-Spiele. Ja, immer diese Budget-Spiele. Ja, aber grundsätzlich ist es halt jetzt in einem sehr krassen Stillstand, den man versucht jetzt als Shaunte-Spiel einfach zu zerbrechen. Und man versucht einfach so hart reinzugehen wie möglich. Das verstehe ich auch nicht, da ist noch eine Yuriko auf der Hand. Warum pitcht man die Fairy? Ist das eine Yuriko? Ja. Jo. Oh. Also das hätte ich komplett anders gespielt. Da kommt das Force, Pitch, Shaunte. Ja. Die ist im Exile. Dann ist das so. Das so. Oh. Nächste Runde wird halt gefährlich. Ja, für Shaunte, das weiß man noch nicht. Jupp. Ja, wobei ich glaube, das ist schon ziemlich bewusst. Nein, das war die Foil-Ebene, die er aus einem Booster gezogen hat. Ah. Live on Kamera. Aus seinem Geburtstagspackage, glaube ich. Ist das die? Das ist die. Ja, Trigger. Sicher? Ich weiß es nicht mehr. Ja, sieht man Sumpf, ne? Ja, es hat auf jeden Fall kein Shooting Star, glaube ich, drauf. Dementsprechend kann es nicht die Ebene sein. Egal. Er wird es uns in die Kommentare schreiben, wie ich ihn kenne. Ja, jetzt aktiviert man Sneak Attack. Ja, Sneak Attack, legt Grizzlebrand. Dann, wenn man gerne kann sehen, darauf macht man Force of Despair Hardcast. Ja. So, Force of Despair Hardcast. Alle Kreaturen, die so ins Spiel gekommen sind, werden zerstört. Ja. Das heißt, der Grusel-Daddy geht. Jo. Daraufhin muss man dann vielleicht nochmal 7 Karten ziehen. Und läuft dann halt in die Gefahr, dass man stirbt. Ja. Und man muss in den 7 Karten. Oder man zieht halt. 3, 4, 5, 6, 7. Man hat nur 7 gezogen.
Da muss halt irgendwas bei sein. Ja. Neuer Grusel-Daddy. Selbst ein Emmy. Caps gefunden. Das ist ein Wondro. Oh. Neuer Grusel-Daddy. Nochmal ziehen. Lässt man, glaube ich, resolven. Force hat er ja auf der Hand. Ja. Ich meine, das weiß man nicht als Ninja-Spieler, aber man geht davon aus. Ja. Und dann kommt noch ein Emmy. Und dann auf den Change vom Attacker Declare. Ja, Fortitude Declare. Gehst du mit dem nächsten Force of Despair in die Runde. Und versuchst. Hat er einen Force of Will? Wahrscheinlich. Ja, natürlich hat er einen Force of Will. Und dann ist over. Und dann ist over. Das war so knapp. Hätte die Yuriko eine 1 aufgedeckt, wäre da Feierabend gewesen. Yes, das stimmt. Weil Days hätte man bezahlen können. Ja. 2 schwierig geworden. Sehr, sehr, sehr knapp. Ich finde es interessant, dass Swords to Plowshares noch im Deck sind. Man hat anscheinend nicht genug im Sideboard, was man reinboarden möchte. Aber ich meine, du kannst die Endings rausnehmen, das sind schon mal 4. Ja, wie gesagt, man hat halt echt viele Sachen, die man rausnehmen möchte, aber wenig kann man reinnehmen möchte. Wenn die drin sind, die push halt auch. Ja, ich glaube auch nicht so gut sind. Ja, die werden wahrscheinlich für die Endings gehen, also drin sein. Ja, plus halt Swords ist halt eine Menge One-Drops, die halt das Deck treffen kann. Jo, auf der anderen Seite ist genau das passiert, was wir uns gedacht haben. Wenn Showntel ein bisschen Zeit hat, kann es halt ein Setup bauen. Ja. Es ist ein Combo-Deck, eins der stabilsten Combo-Decks, die wir in Legacy haben. Ja, das ist auch schon eins der ältesten, glaube ich. Yes. Ne? Yes. Und ja, dementsprechend finde ich es halt sehr, sehr interessant, wenn man den Leuten eine Zeit lässt, dass sie durchkommen. Und es ist immer noch nicht das beste Deck in Combo. Nee. Aber es ist stabil. Kombos, so. Beste Deck aktuell. Lance. Ja. Mulch-Kombo. Da mulchen wir uns mal durch. Wenn man das unbedingt als Kombo sehen möchte. Ja. Jo. Ponder, das sieht man doch als Ninja-Spieler relativ gerne. Ja. Das Mountain, da ist eine Omniscience, glaube ich. Und irgendeine ägyptische Karte. Das ist wahrscheinlich ein Days. Da ist Petal. Auch das ist eine Budget-Option. Ach. Echt jetzt? Das ist nicht in der Expedition. Die kostet, glaube ich, irgendwie 400 Euro. What? Oder 200 Euro oder so. Für eine fucking Expedition, are you shitting me? Ja, vor allem für eine fucking Lotus Petal. Ja. Gut. 20, man geht die auf 19. So auch schon teuer genug, ne? Ja, das stimmt. 19, wahrscheinlich eine Insel. Ja, geht mal jetzt mal eh auf den Basic-Weg gegangen und so geht man halt Blood Moon aus dem Weg, den der Gegner boarden könnte. Ja. Was auch teilweise gar nicht mal so schlecht ist. Auf der anderen Seite kann man jetzt halt hier jetzt wieder mit Ninjas um die Ecke kommen, zuhauen, jo. Karten ziehen und Ninja-Stuff machen. Weil das ist ja das, wie das Deck tatsächlich einfach Dinge tut und gewinnt. Bisschen rumtriggern und dann... Ist auch schon gut. Wenn da ein Ninja auf der Hand ist. So, da ist. Ja, da war eine Yuriko. Die hatte ich gesehen. Yes. Hit für ein. Gibt's die in Deutsch? Ich weiß nicht. Ach, schon wieder die Nuller. Ja, die Nuller hat er gern. Ja, auf der anderen Seite Land zu ziehen ist, glaube ich. Wow, bei der Hand ist sehr landlastig, habe ich gerade gesagt. Ja, da ist noch eine. Boah, Pedal. Uff. Uff. Ich glaube, da war kein Counter bei Ninjas. Ich habe auf jeden Fall einen Jauntel fertig. Das ist Teferi, den man nicht reinlegen kann. Nee. Hui, 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 hui. Fetch auf Duel. Ja, den Weg geht man jetzt bis zum Ende. Richtig. Dann Jauntel. Ja. Grusel Daddy gegen. Das ist halt die Frage, ob da wirklich nur... Grizzlebrand Go ist. Das ja, wäre nicht so impressive. Nö, aber reicht manchmal einfach. Ja, stimmt schon. Hä? Hey. Oh. Petals weggeschmissen. Wow. Okay. Strange. Strange Entscheidung. Da hätte ich, glaube ich, das Land getappt und hätte die Petals 1 behalten. Ja. Einfach nur für späteres Mana. Ja, so hat man nächste Runde 2 Mana, andere hat man nächste Runde 3 Mana. Richtig. Außer man ist jetzt ziemlich safe. Okay. Dann hat man Omniscience. Dann hat man Grizzlebrand.
Da geht man fetchen. Why? Brainstorm, Ponder. Nee, Brainstorm, Force of Will finden. Weil man kann die ja countern. Viele Leute vergessen ja, dass man nur Omniscience die Sachen countern kann. Im Gegensatz zu Show and Tell oder Sneak Attack. Ja. Das ist nur die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel Brainstorm zündet, wieso countert man nicht die Show and Tell? True. Das ist halt jetzt eine Frage. Konnte man nicht. Konnte man nicht. Hat kein Land drin. Das Land ist durch Show and Tell ins Spiel gekommen. Man muss sich jetzt mit einem Haaren aus dem eigenen Saft ziehen. Richtig. Dann der Brainstorm, jetzt wird's kritisch. Habt ihr noch zwei Handkarten? Days. Hätte man auch spielen können, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Ja, tut man auch. Ja, kann man auch, das stimmt. Ja. Dann kommt der Draw 7. Ja, darfst du. Gut, wenn es natürlich übertreibt und nichts findet. Nichts findet. Ja, okay. Ja, immer cool. Na, okay, halt 2-1. Sneak and Show. Ja. Den konnte man leider nicht reinlegen, aber der ist auch ziemlich gut dagegen. Der wäre richtig geil. Ah, so schön. Ja, 2-1 Show and Tell. Normalerweise ein gutes Ninja-Matchup, aber war jetzt auch von beiden Seiten sehr gut gespielt, fand ich. Und dementsprechend. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.